Hier spricht Annelie von die Reise zu deinem Sein. Heute möchte ich über die Energien sprechen, die im Dualseelenprozess eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Nicht über alle Energien, sondern ganz speziell über die weibliche und die männliche Energie. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du zwar weißt oder ahnst oder dass dir schon gesagt wurde, dass du deine Dualseele loslassen musst. Du siehst mich jetzt nicht, ich mache so Anführungszeichen um Loslassen herum. Aber dass du das im Grunde genommen gar nicht kannst. Und da kann ich dir gleich sagen, du kannst sie eh nicht loslassen, du musst sie nicht loslassen. Was du loslassen musst, ist die Energie der Kontrolle und der Aktivität, etwas zu tun, quasi dem Drang, etwas zu tun, um deine Dualseele wiederzubekommen. Denn sehr wahrscheinlich bist du in der Verbindung der Teil mit der weiblichen Energie. Und dieser Teil, dieser Partner, es ist jetzt nicht ein Partner einer Beziehung, aber ein Partner in einer Verbindung, dieser Partner hat nicht die Aufgabe, aktiv zu sein und etwas zu tun, auch wenn du vielleicht erkennst, ja, so und so müsste es sein, so und so ist es gedacht und ich kann das nicht loslassen. Noch einmal, du musst deine Dualseele, du kannst deine Dualseele gar nicht loslassen, aber du kannst die Vorstellung loslassen, dass es an dir liegt, dass irgendetwas an dir liegt, ob ihr wieder zusammenkommt. Es liegt nicht an dir, du kannst machen, was du willst. Du kannst Kopf stehen, es wird dir nichts helfen. Und der Grund ist die Energie, die deinem Körper zugedacht ist. Es geht ja in dem Fall um deine materielle Ausformung hier auf der Erde und der ist eben die weibliche Energie zugedacht. Übrigens, auch wenn du ein Mann bist, das gibt's. Es gibt Männer, die verkörpern diese weibliche Energie. Und gerade in der Dualseelenverbindung passiert das, dass diese Partner mit der weiblichen Energie, die oft spirituell vorausgehen und schon weiter sind und ahnen, worum es geht, dass die voll in die männliche Energie hineinrutschen. Unter Umständen schon während der Beziehung, während noch eine Beziehung da war. Und das geht nicht. Das geht nicht. Klar hat jeder in sich ein bisschen männliche und weibliche Energie, aber deine Hauptenergie ist die weibliche Energie. Die männliche Energie kommt von deinem Partner und du wirst sie in dir auch entdecken. Du kannst vollständig sein, ohne dass deine Dualseele bei dir ist. Wenn du deine weibliche Energie entdeckst, dann entdeckst du auch, ja, wenn du die weibliche Energie entdeckst und dein Sein, dann entdeckst du auch die männliche Energie hinter dem Ganzen, die Energie deines sogenannten Partners ist. Ja, und deine Dualseele, was macht die? Die rutscht auch in die verkehrte Energie hinein, denn die sollte die männliche Energie verkörpern, dazu ist sie da. Das heißt, die aktiv ist, die etwas tut, die schaut, dass
auch auf dieser Erde alles in Ordnung läuft. Und genau das tut sie nicht. Sie kümmert sich um dich nicht, um die Beziehung nicht, um ihr Leben kaum, sondern die macht genau das, was eigentlich du tun solltest. Sie lässt dich einfach gehen. Gehen in dem Sinn, sie sagt, ich kann nicht, also ich kann hier keine Verantwortung übernehmen. Ich kann nichts dazu beitragen, dass ich mit meiner Dualseele, von der ich spüre, dass sie eigentlich zu mir gehört, wieder zusammenkomme. Und das ist die Ausgangssituation. Das ist die Situation, in der du dich befindest, wenn du dich in Trennung befindest. Und das ist ja eine lange, lange Zeit normalerweise. Und das empfinden beide menschlichen Formen der Dualseele. Das heißt, derjenige, der eigentlich die männliche Energie tragen sollte, ausleben sollte, befindet sich in der weiblichen Energie. Und derjenige, der sich in der weiblichen Energie des Empfangens, der Ruhe, des Hingebens befinden sollte, der kommt in die Aktivität. Das spürst du auch. Das spürst du auch, wenn du dir sagst, okay, ich würde jetzt alle Brücken abbrechen und nichts mehr, mich nicht mehr kümmern um die andere menschliche Inkarnation, dann würdest du Angst bekommen, Angst um deinen Dualseelenpartner. Und solange du nicht mit deinem Sein verbunden bist, wird das nicht gelingen. Das ist das, was ich in diesen Videos und Audios immer wieder sage. Bitte verbinde dich mit deinem Sein, dann gelingt das auch. Dann gelingt das. Und in dem Moment, wo du es schaffst, in die weibliche Energie zurückzukommen, die eigentlich eine ganz, ganz hervorragende Energie ist, in der du auch erschaffen kannst. Du kannst durch Hingabe an dein Sein, kannst du die beste aller Welten für dich erschaffen, rund um dich herum. Solange du nicht in diese Energie kommst, bleibt deine andere Inkarnation auch in der falschen Energie stecken, nämlich in der weiblichen. Und das heißt, davonlaufen, sich umdrehen, nichts tun, warten, abwarten, keine Aktivität unternehmen, um etwas zu richten, zu klären, einfach nichts. Das ist eine schöne Energie, eine schöne weibliche Energie, aber keine männliche. Und deine Dualseele sollte genau diese männliche Energie verkörpern. Und wie kann bei ihm diese Energieumkehr geschehen? Sie kann erst dann geschehen, wenn sie vorher bei dir geschehen ist. Das heißt, wenn du als menschliche Inkarnation, die die weibliche Energie verkörpern soll, in die weibliche Energie kommst, dann wird er automatisch in die männliche Energie kommen. Dann kommen eben auch die Ideen, was er tun könnte. Alles das, was du anfänglich gehabt hast und dir gedacht hast, naja, versuchen wir doch dieses, versuchen wir doch jenes. Ja, und wie ist es dann mit der Angst? Bei dir vergeht die Angst, ihn oder sie zu verlieren, weil du dich mit deinem Sein
so sehr verbinden kannst, dass du ja mit der Seele deines Dualseelenpartners verbunden bist. Du bist ja seine Seele, ihr seid ja eins. Dadurch verlierst du die Angst. Und er verliert auch Angst, weil dieses Verhalten mit der weiblichen Energie ist ja aus der Angst entstanden, eben die Kontrolle verlieren zu können. Er verliert diese Angst auch irgendwann. Und auch bei ihm kann es nur mit Erkenntnis geschehen. Es kann nur dadurch geschehen, dass er erkennt, wer er wirklich ist und auch zu dir ist. Also das kommt dann wahrscheinlich dazu, dass er erkennt, ich kann mich ja von diesen Menschen im Grunde genommen gar nicht trennen, weil wir eine Seele sind. Vielleicht spricht er das nicht so aus. Vielleicht ist das nicht so klar und deutlich, aber etwas davon wird er verstehen und dass er keine Angst haben braucht, weil du kannst ihn nicht verlassen, du kannst ihn nicht wegstoßen. Es ist einfach, wie es ist. Deshalb haben beide Dualseelen am Schluss keine Angst mehr, weil sie in Verbindung zu ihrem Sein stehen oder fühlen, dass sie ihr Sein sind und dass alles gut so ist, wie es ist. Da gibt es keine Wünsche, Hoffnungen, keine Erwartungen mehr. Und in dem Moment, wo dann die Angst von dir weg ist, das kennst du vielleicht schon, wenn du alles zu dir zurückgenommen hast, mit deinem Sein verbunden bist, in die weibliche Energie kommst, wenn du erfährst, was es heißt, mit deinem Sein zu leben, erfolgreich und glücklich und kreativ und vollkommen in deinem Sein aufgehend, dann erfährt der andere Partner das irgendwann auch, dass da keine Angst mehr notwendig ist. Jetzt könnte man sagen, naja, dann zieht er sich halt zurück, sagt, okay, ich gebe mich dem hin und ich brauche ja meine Dualseele gar nicht. Da kann ich nur dir selbst raten, schau dich einmal an, brauchst du deine Dualseele? Hoffentlich nicht, aber du hättest sie gern. Und genau so wird es ihm dann auch gehen. Und wenn da keine Angst ist, was spricht dagegen, in irgendeiner Art und Weise zusammenzukommen? Wie? Das liegt an der Inkarnation mit der männlichen Energie. An dir liegt es nicht. Du lebst dein Leben, hast deine Energie zu dir zurückgenommen, fühlst dich wohl mit deinem Sein, bist durch dein Sein verbunden mit deiner anderen menschlichen Inkarnation, indirekt irgendwie, aber vor allem bist das Sein auch deiner anderen menschlichen Inkarnation und brauchst gar niemanden mehr. Ja, du hättest vielleicht gern, aber das war es dann auch schon. Und das reicht, dieser kleine Anstoß reicht auf beiden Seiten und dazu das Bewusstsein, wir gehören ja irgendwie zusammen oder wir könnten gemeinsam vielleicht noch etwas Besseres in die Welt setzen, als in die Welt bringen, als allein. Dass dein Dualseelenpartner dazu angestoßen wird, ja, etwas zu tun, was immer das ist, um ja, Nägel mit Köpfen zu machen, nämlich angstfrei und in aller Ruhe
und verbunden mit seinem Sein. Ja, ich glaube schon, dass beide Partner sich mit ihrem Sein in Verbindung treten können, auch wenn der andere mit der männlichen Energie der sogenannte Matrix-Twin ist, also nicht der, der die spirituellen Fähigkeiten hat, obwohl viele haben tolle spirituelle Fähigkeiten, aber der mit der männlichen Energie ist immer irdischer verhaftet, bodenständiger. Das stimmt schon. Aber dadurch wird er auch wissen, was zu tun ist. Es ist seine Aufgabe, etwas zu tun. Und er erkennt sein Sein, nicht indem er ausspricht, das ist jetzt mein Sein oder so, sondern indirekt, indem die Angst vor dem, was kommen könnte oder passieren könnte, vergeht. In dem Moment, wo diese Angst vergeht, ist alles möglich. Das, was dem Zusammenkommen dieser beiden menschlichen Inkarnationen im Wege steht, ist von beiden Seiten die Angst. Angst kann man in dem Sinn nicht auflösen, aber Angst vergeht, wenn die Verbindung mit dem Sein hergestellt ist und du als die Inkarnation mit der weiblichen Energie, du kannst vorausgehen, du kannst das tun. Meine ganzen Podcasts und das, was ich schreibe, gehen eigentlich immer in diese Richtung, wie du dich mit deinem Sein verbinden kannst, wie das ist, wenn du dich mit deinem Sein verbindest, wie sich das anfühlt, wie, welche Beziehung du mit diesem Sein führen kannst. Hier soll deine Aufmerksamkeit und Konzentration liegen, weil das verspricht wirkliches Glück und Zufriedenheit. Dein Sein verlässt dich nie, niemals. Jeder andere Liebespartner kann dich verlassen. Deine Verwandten, die dich lieben, werden dich verlassen oder du sie spätestens, wenn sie sterben oder du stirbst. Aber dein Sein wird dich niemals verlassen. Und dieses Gefühl verschafft Angstfreiheit und somit die Umkehr der Energien. Wenn du zu viel männliche Energie gehabt hast, wirst du in die glückselige weibliche Energie kommen, verbunden mit deinem Sein und der Kreativität und dem Erschaffen von Dingen durch die Intuition und diese Dinge, während zur gleichen Zeit deine andere Inkarnation wieder in ihre männliche Energie zurückkommt und ins Tun, aber gleichzeitig ist auch bei ihr die Angst vergangen und in dem Moment, wo keine Angst mehr da ist, wird das, was er oder sie dann tut, richtig und toll sein. Das ist meine Idee von der Umkehr der Energien. Es ist nicht einfach so ein Spiel, wo das so ein bisschen hin und her geht. Heute bin ich aktiver, bin ich in der männlichen Energie, bin ich weniger aktiv, bin ich in der weiblichen Energie. Sondern es geht da um eine ganz tiefe Erfahrung oder ein anderes Ausleben der Energien in deinem Körper, in deinem Leben und somit auch mit anderen Auswirkungen. Denn es ist nun einmal ein Unterschied, ob man eben in der männlichen oder in der weiblichen Energie lebt und verhaftet ist. Und ja, es gibt sozusagen die richtige Energie für einen, in der man stecken kann, als Mensch, ja, immer als Mensch. Als Seele bist du beides und vollkommen. Und deshalb bist du sogar vollkommen, auch wenn deine Dualseele am Ende der Welt ist und bis an dein Lebensende nichts mehr von dir wissen möchte, so das möglich ist, glaube ich nicht. Aber nehmen wir dieses Schreckensszenario,
dann bist du trotzdem in deinem Sein vollkommen und kannst dich auch der männlichen Energie bedienen, wenn du die benötigst. Aber du weißt, wem sie gehört. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Audio hat dir gefallen. Bitte lass ein Like da, abonniere den Kanal und wenn du willst, aktiviere die Glocke. Alles Liebe und bis bald.